Okay. Fledermäuse. Jede Menge Fledermäuse. Will ich da durch? Muss ich da durch? Ich schätze mal ja. Ey, ey, ey. Weg, weg, weg. Ja, ich habe eine Laterne. Ich fühle mich ein bisschen wie Batman hier. So, schnell hier mal rein. Schnell, schnell, schnell. Spende mir Licht. Oh, ob ich da rüberkomme? Wow, yes, yes, yes. Cooler Sprung. Na, wie scheint, geht's da auch nach unten. Gut, da unten ist nur noch Finsternis. Ja, da will ich dann doch lieber nicht ran. Und die nächste Truhe. Die nächste Truhe. Sehr viele Truhen, aber auch sehr viel Geld, was man hier bekommt. Und so viele Bomben. 10.000. Okay. Okay, hier drüben sehe ich irgendwas. Ich glaube, hier kann ich mich mal festhalten. Und ich denke mal, wir müssen nach oben. Wir wollen ja raus hier. Aus der Gruft, oder? Ah, Moment, Moment, Moment. Ich gehe hier lieber auf Nummer sicher. Ich kenne mein Glück und meine Kamera und meine Steuerung hier drin. Yes, Baby, ich bin draußen. So. Wir haben wohl die falschen Insassen befreit. Löse dich, Anno. Löse dich! Dankeschön. Das Gebiet hier müsste ich auch mal synchronisieren. Wäre auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Denn ich bleib hier schon wieder an jeder Ecke hängen. Was ist das diesmal? Ich bin wie so ein riesiger wandelnder Klebemann. Kleberboy. Jetzt habe ich Ärger, was? Ich habe doch nur einen Bürger gerettet. Oh, der Bürger ist auch tot. Gut, ich habe niemanden gerettet. Ich habe sinnlos gemordet. Bam! Aber ich morde gerne. Schuldig. Im Sinne der Anklage. Du pisst hier nicht auf meine Leiche. Das sage ich dir, mein Freund. Auf Leichen pissen ist extrem uncool. Ey, 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 ey. Aber jetzt hier. Das Edenschwert. Absolute Gerechtigkeit. Was denn? Was habe ich getan? Ich bin kein Welpe. Guten Tag. Guten Tag. Ja, die Leute lieben mich. Man sieht es schon. Ich bin sehr beliebt. Oh, was ist hier drüben? Ach so, eine gelbe Truhe. Oh, ich soll hier schon wieder ins Sperrgebiet. Zum Kloster gehen. Was? Ich hab doch... Okay. Du kommst nicht nur... Zack! Ich mach's schnell. Dafür wirst du bezahlen. Und der nächste. Unbedingt looten. Ich brauche auch Bomben. Die Dinger sind Gold wert. Oh, der hat ein Lächeln. Der Mann da drüben hat ein Lächeln auf den Lippen. Medizin mal zwei. Medizin ist auch immer gut. Anhänger. Ich habe ziemlich viel Geld. Ich meine, eben gerade durch die erste Mission habe ich mein Geld verdoppelt. Als ich angefangen habe, hatte ich knapp über 60.000. Jetzt haben wir 120.000. Hat der Dom Poirier Listen von allem angelegt, das aus den Gruften gestohlen wurde? Er hat die Plünderer beobachtet und verfolgt. Der Mann ist so gut, dass er beim Nationalen Denkmalausschuss angestellt wurde. Ist mir egal, für wen er arbeitet. Hey, ich will die Trottel. Listen. Diese Räuber, die der Kommandant da führt, die das suchen ist doch seltsam. Was. Was ist nur aus der Miliz geworden? Sicher keine Kämpfer. Und die Gräber? Als Saint-Denis in Franciade umbenannt wurde, beschlossen einige Plünderer, die Kronjuwelen zu stehlen. Wie sorgen wir für Ordnung? Wie wäre es mit Beten? Besser nicht. Das ist der Fall. Diese Räuber, die der Kommandant anführt. Du kannst dich nicht verstecken, toter Mann! Sicher keine Kämpfer. Heilige Scheiße, wie viele Wachmänner sind denn hier bitte schön drin? Teufel. Jetzt gehörst du.
Na, ja, das Edenschwert, das haut hier wirklich alles weg. Ich würde ja viel lieber schleichen wollen, aber irgendwie das Schleichen, das harmoniert hier nicht so richtig. Das ist eben kein Splinter Cell, wo man gerne schleicht. Ich finde, Schleichen in Assassin's Creed läuft immer eher so mittelmäßig. Mal hat man Glück und es läuft ganz gut und dann wiederum kriegt man irgendwie gar nichts gebacken. Alles klar, ein bisschen hier noch plündern, weil ich brauche unbedingt, ich brauche kein Geld, ich brauche nur Rauchbomben. Komm schon, eine Rauchbombe muss doch drin sein. Apropos, warte mal, hier drüben kann ich auch mal wieder die Berserkerklinge nehmen. Ist ja auch immer wieder eine sehr nette Spielerei. Ich weiß gar nicht, gibt es hier auch neue Waffen? Und Jungs, wie geht's? Habe ich mir hier einen Stich gegeben? Warte! Du entkommst nicht, du Feind! Du bist tot, wie kannst du noch reden? Ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, ich habe zwei Rauchbomben noch. Medizin bin ich schon wieder voll. Naja, dann nehmen wir direkt eins hier. Ah, sie sind so doof. Es ist so traurig irgendwie, oder? Wir metzeln sie hier weg. Sie haben gar keine Chance gegen uns. Ah, ihr gehört irgendwie zu den Verwundeten. Ja gut, da mache ich nichts. Das ergibt Sinn, oder? Ich meine, ein Mann, der schon irgendwie halb verkrüppelt ist, will man den von hinten abstechen? Will man sich denn sowas aufladen aufs Gewissenkonto? Ich denke nicht. Steck dich um! Ey! Erstmal hier ein bisschen Smoke! Killer Smoke! Da bist du ja! Boah, die kämpfen ja wirklich untereinander. Ich dachte, die werden hier in gemeinsamer Mission. Blau und Rot halten zusammen. Gnadenstoß. Ja, Rauchbomben habe ich neue. 6 Stück hatte ich eben gerade ganz kurz. Gut, Medizin und wir gehen mal rein. Genug hier weggemetzelt. Ich habe hier schon mal den Rückweg gesichert, sagen wir es so. Alles klar, das alte Kloster. Mit den ganzen Helden, die verwundet sind. Und so viele Soldaten. Es würde ewig dauern, sich hier durchzuschleichen. Komm schon, hau ihn weg. Einer. Nummer 2 und Nummer 3. Ein schönen Dreier hier hinten in der Ecke. Ein Dreier in der Klosterecke. Einmal. Der gute Tee. Jeder sieht mich hier, ha? Huh? Jeder sieht mich hier. Ach, da oben ist noch ein Schütze. So wirst du uns nicht los, du Hund! Und hier Schatz drüben stehen auch noch einige. Natürlich von der Regierung beschlagnahmt. Wir haben ihn? Nicht nur das, er ist sogar bei uns im Lager. Das hast du nicht von mir. Versteht sich. Das ist sogar im Lager. Wie konnte der mich eben gerade nicht sehen? Okay, ich denke mal, wir müssen nach oben gehen. Oder nach unten. Weil hier auf der Ebene können wir nichts finden. Ah, hier drüben. Was haben wir hier Schönes? Dom Poiriers Liste. Hier steht Condorcet-Manuskript. Es ist im alten roten Haus. Und ein Name. Leon. Okay, wir haben die Liste. Wir haben ziemlich viel getötet. Der Rückweg sollte also relativ angenehm werden.
Halt, dreckiger Abschaum! Renn, 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 renn. Einfach hier durch, hier rum, hier raus. Woher kommen die denn alle schon wieder? Ein Doppelsmoke. Dein Kopf gehört mir. Ich habe so viele getötet und es war nicht genug. Es war leider nicht genug. Ich bin schon ganz erschöpft, weil ich so viele Menschen umbringe. Aber jetzt brauche ich auch wieder eine neue Rauchbombe. Der teure Kork. Betäubungsbombe. Ich müsste mal hierfür den Skiller lernen. Eine Schleife. Ah, hier. Jetzt haben wir wieder 4 Stück. So. Ja, und hier müsste ja jetzt wirklich alles tot sein. Ich habe hier wirklich jeden erledigt im Hof. Dann fliehen wir mal. Okay, wir haben's. Und es gibt sogar eine Belohnung, die wir uns direkt anschauen werden. Belohnung, Belohnung, Belohnung. Moment, was bekommen wir hier? Eine Rüstung. Eine Rüstung. Aber wieso wirft er mich immer wieder hier zu den Waffen rein? Okay, müssen wir gleich mal schauen. Ja, Erinnerung bewerten. Ich würde sagen, die war ganz nett für ein DLC. 4 Sterne. Und weiter geht's. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier synchronisieren können. Das wäre ganz gut, dass wir hier so ein bisschen mehr Übersicht über das Gebiet gewinnen. Ich war doch vorhin an einem Punkt. War das hier vorne? Ein hoher Punkt. Ein hoher Punkt hätten wir hier. Vielleicht mal hier hingehen. Boah, hier sind ja jede Menge Leichen. Was ist denn das hier für eine Sauerei? Ach ja, Paris muss damals so gestunken haben. Okay, ich bin hier nicht in Paris, aber ihr wisst, was ich meine. Allgemein, Städte damals, so im Mittelalter auch, die müssen fürchterlich gestunken haben. Besonders im Mittelalter stelle ich es mir extrem schlimm vor. Da haben sie ja wirklich alle einfach so auf die Straße gepisst. Na gut, in Paris damals auch. Das hat damals sicherlich heftig nach Pisse gestunken. Alles klar, hier war doch der Punkt, oder? Erstmal nach unten gehen, ohne sich was zu brechen. Yep, hier oben. Hier muss ich irgendwie hin. Kann ich hier vielleicht weiter nach oben klettern? Hier, vielleicht an der Seite irgendwie. Ja, das funktioniert. Hier hin, hier ran. Okay, hier geht's schon mal nach oben. Dann synchronisieren wir erstmal, dass ich so ein bisschen mehr über das Bezirk hier, den Bezirk hier, rausfinden kann. Das Gebiet, der Bezirk. Gut, jetzt bin ich hier. Kann ich hier in die Dinger ran? Yep, geht. Okay, Moment. Oh, warte mal, warte mal. Was zur... Das meine ich. Diese Fehler haben sie immer noch nicht draußen. Das ist immer noch wirklich nicht so sexy, das Spiel hier zu steuern. Vielmehr Anno zu steuern. Okay, der Weg ist doch ziemlich weit. Dass ich hier nicht rübergreifen kann. Ja, starrt mal wieder die Kante an und bekommt es absolut nicht gebacken. Ganz nach oben? Natürlich, ganz nach oben. Na komm, noch ein kleines Stück. Du hast es beinahe geschafft. Der Weg war weit und gefährlich, aber wir haben es hinbekommen, Manu. Du nicht. Ich denke mal, dieses neblige Wetter, das werden wir wirklich permanent haben. Und wie komme ich jetzt hier am besten nach unten?
Hier drüben. Ob ich den treff? Ich versuch's. Oh Gott, ich wär tot. Also wirklich. Jeder Mensch wär tot. Wir reden hier von ein bisschen Heu. Ja, hier. Der Zweispitz von Napoleon. Das sind Hüte, die wir einsammeln können. Hab ich's doch gesagt, dass Napoleon hier bestimmt auch noch irgendeine kleine Rolle spielen wird. Muss er ja im Grunde. Gut, schauen wir mal. Also, dieses Gebiet hätten wir jetzt erkundet. Und hier gibt es auch allerhand Nebenmissionen. Was haben wir hier Schönes? Da komme ich noch nicht hin. Das ist ganz an der Grenze, aber hier schon mal drei weitere Nebenmissionen. Aber ich würde sagen, wir machen ein bisschen weiter mit der Story, bevor wir hier Nebenmissionen anfangen. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Wichtiger Mann, aus dem Weg! Okay, die Jungs da vorne ignorieren wir. Ich muss hier nicht jeden töten. Es muss nicht unbedingt sein. Alles klar, was haben wir hier? Sequenz 13, Erinnerung 2, der Bücherdieb.